Also da kann er irgendwann die Kölle mitnehmen. Ne? Also last but not least, die Herren C-Klasse. Da darf ich als ersten Roter Stadtmeister im Doppel, Herren C-Doppel, als Gewinner erster Platz Mark Fischer, Kevin Grigier. Ach Mädel, Rücksicht ist ein bisschen wie Vorsicht oder auch Nachsicht oder auch Nachtschicht. So, jetzt kommen wir zur allerletzten Ehrung, und zwar im Halb-C Einzel. Auch hier darf ich ganz herzlich beglückwünschen zum ersten Roter Stadtmeister, den ersten Platz, Sieger Martin Goldstein. Relativ überzeugend. Ein wahrer Champion. Übrigens auch ein sehr fairer Sportler. Ich habe da schon gefühlte 10 Mal gegen ihn gespielt. Da gab es nie große Diskussionen. Da hat man sich immer schnell und fair und korrekt geeinigt. Übrigens auch bei so Geschichten, die bei anderen gerne mal zu großen Diskussionen führen, wie der Ball hat zuerst das T-Shirt berührt, wurde dann trotzdem gespielt. Und der Spieler will den Punkt haben für sowas. Das gibt's bei Goldi nicht. Da kommt er sofort von sich aus mit der Meldung. Körperberührung, fertig. Stell dich näher, Goldstein. So, da ja der dritte Platz nicht ausgespielt wurde, landeten folgende 2 Spieler auf dem dritten Platz. Herzlichen Glückwunsch dazu. Einmal Lukas Müller. Mit einem 10:12 im Entscheidungssatz. Der Niki Abel ist auch dritter geworden. Gegen Kevin Grigier, also das war auch so. Eigentlich ein Unentschieden mit. Na, Grigier hatte den glücklicheren Start in den 5. Satz. Der Lukas ist dann immer hinterhergelaufen. Und am Schluss hat er ihn dann doch nicht eingeholt. Komplett zu sehen, das Video natürlich als Stativaufnahme. Unter Müller Grigier Rot. Kanal Steinbrecher. Ja, und den anderen dritten wollen wir nicht vergessen. Der hätte auch locker ins Endspiel kommen können, wenn er nicht schon im Halbfinale auf den Martin Goldstein getroffen wäre. Mit dem sind sie halt beide nicht zurechtgekommen, der Grigier. Ja, wie oft denn noch? Also es ist echt schon unverschämt. Diese Frau kriegt heute noch einen Sonderpreis. Danke, ja, weil sonst haben wir das zweite als rücksichtsloseste. Nein, du machst deinen Job, das ist okay. The winner takes it all. 1:0.